Ja, bei uns ist unser Abwehrspieler Tobi Müller. Tobi, am Ende 2 zu 3 bei Hertha BSC, wahrscheinlich umso ärgerlicher, weil eigentlich mehr drin gewesen wäre, oder? Ja, definitiv. Also der Frust sitzt schon tief gerade, weil ich glaube einfach, wir trotz der ganzen Umstände, die dann irgendwie, also wir schenken das Spiel natürlich auch so ein bisschen in 5 Minuten her, mit dem Elfmeter, rote Karte, und liegst dann 2-1 hinten und rennst im Rückstand hinterher. Aber wir haben, denke ich, trotzdem alles in die Waagschale geworfen, dann auch in der zweiten Halbzeit, kommen nochmal zurück und schenken dem Gegner dann eigentlich auch wieder die Führung hier. Und mit ein bisschen Glück nimmst du am Ende einen Punkt mit, oder machst es 3-3 noch. Aber das ist eigentlich umso ärgerlicher, dass wir eigentlich selber dafür verantwortlich waren, dass wir hier heute nichts mitgenommen haben. Ja, viele Emotionen auf dem Platz, viele Emotionen auch bei dir nach dem Tor. Wie hast du es erlebt? Ja, war natürlich ein schönes Gefühl, weil es bei mir nicht oft vorkommt, aber jetzt im Nachhinein würde ich es sehr gerne eintauschen für Punkte. Wie hast du es genau gesehen? Also ich glaube, es war über Barisch und Silas dann. Ja, ich glaube, wir haben die Ecke kurz ausgeführt. Und ich wusste, dass Silas den Ball dann vors Tor bringen will, sodass, wenn keiner rankommt, dass er wahrscheinlich auch im langen Eck landet. Und ich touchiere ihn, ich weiß nicht, vielleicht wäre er ohne mich reingegangen. Aber ja, so habe ich das Tor gesehen. Dann war es natürlich direkt auch vor unserer Kurve, kann man sagen. Rund 17.000 Magdeburg FCM-Fans waren dabei. Absoluter Rekord für die Auswärtsfahrer und Wort natürlich auch nochmal, auch wenn es jetzt eine Niederlage war, natürlich aber trotzdem zu den Fans. Ja, ich glaube, da gibt es keine Worte für. Es war fantastisch, schon als wir hier reingegangen sind, den Platz angeguckt haben, wie wir von unseren Fans dann hier empfangen worden sind. Es hat sich wirklich nicht angefühlt wie ein Auswärtsspiel, aufgrund der Stimmung. Und da gilt es wirklich, Danke zu sagen für die ganzen mitgereisten Fans. Ja, hoffe, dass wir da jetzt einfach in den nächsten Wochen zusammenstehen, und dann bin ich auch zuversichtlich, dass wir das nächste Highlight-Spiel dann gegen Schalke positiv bestreiten werden. Alles klar, Tobi. Vielen Dank und gute Heimfahrt. Dankeschön. Bei uns ist unser Cheftrainer Christian Tietz. Christian, am Ende hier 2 zu 3 bei Hertha BSC, lange in Unterzahl gespielt, aber ja, mit mehreren Möglichkeiten, zum einen die Führung, die zwischenzeitliche höher auszubauen und hinten raus eigentlich auch noch einen Ausgleich zu erzielen, oder? Ja, es war leider ein Spiel, was wir vorhin schon mal gesagt, was wir hier verschenkt haben, und zwar mit 3 Gegentoren, die aus 3 individuellen Böcken. Ich will gar nicht sagen, ob es ein kurzer Blackout war, aber letztendlich haben wir hier ein Spiel gehabt, was wir mit den ersten 15 Minuten nicht so gut drin waren. Da hätten wir uns auch nicht beschweren können, wenn wir da ein Tor bekommen. Aber dann war es eine klare Kontrolle. Wir machen es 1-0. Luca hatte es 2-0 klar auf dem Fuß. Dann hast du gefühlt schon hier den Deckel eigentlich drauf, weil wir da so kontrollierend waren. Und dann nimmt das Spiel einen anderen Verlauf, weil wir einen Elfmeter hergeben, den schenken, wo keine Not war. Es war keine gefährliche Situation. Wir waren mit 2 Spielern in der dritten im Nachlaufen. Also, und haben dann das zweite Tor gegen uns bekommen mit dem Freistoß, dass er dann auch noch reingeht, wo wir eine rote Karte bekommen. Die rote Karte war berechtigt, aber sie war völlig unnötig, weil er hat den Spieler gestellt. Der Spieler läuft vom Tor weg, also es wäre gar schief passiert. Die Nachrückspieler waren da. Und dann gehen wir hier mit 2-1 in die Halbzeit, und trotz einem Mann weniger haben wir da das Spiel weiterhin kontrolliert und kommen raus und schaffen dann auch das, was wichtig war für uns als Team, das 2-2. Und eigentlich bist du jetzt drin und weißt, das wird ein Spiel über die Zeit, weil wir wussten dann auch, wir kontrollieren es mehr. Der Gegner war tief gestanden, hat selbst in Überzahl auf seinen Umschaltmoment gewartet. Und dann machen wir den Riesenbock, wo keine Bedrängnis war, wo unnötig war, und dann 3-2. Dann wurde es schwer. Da muss man auch hier wirklich aufpassen, dass wir nicht einen der Konter kriegen, weil der Gegner hat ja dann schon seine Umschaltaktion. Und klar, kurzer Schluss haben wir, damit hat sie nun mal die große Möglichkeit, um auszugleichen. Ungewöhnlich war dann auch die Situation rund um die Unterbrechung, als dann der Schiedsrichter in die Kabinen ge gebeten hat. Als es dann zurückging, wurde dann erst ein Teil der ersten Halbzeit noch nachgespielt. Wie hast du die Situation erlebt? Ach, ich habe da nicht, das ist ziemlich klar. Diese Form der Proteste im Fußball nicht zu suchen, und ändern wir jetzt die Regeln, weil mittlerweile die Spiele unterbrochen werden. Ein Spiel hat durchzugehen, und dafür kommen wir auch hier alle her. Und wenn uns da etwas nicht gefällt, finde ich, haben wir eine andere Form des Protestes zu suchen. Aber so, das passiert jetzt regelmäßig, das nimmt ja ein Spiel weg, was so nicht sein darf. Außergewöhnlich war auch die Unterstützung unserer Fans. Rund 17.000 FCM-Fans waren dabei. Wie hast du das erlebt?
Ja, ich habe und unsere Fans, die Menschen aus Magdeburg, die für ihre Stadt, für die Region und für, vor allen Dingen für den Verein leben, die sind außergewöhnlich. Die Art, wie sie hier uns unterstützt haben, schon über die ganze Saison, was sie hier heute auch in dem Stadion für eine Atmosphäre reingezaubert haben, wie sie die Mannschaft über die komplette Spielzeit nach vorne gepeitscht haben, war auch ganz, ganz wichtig und entscheidend, dass wir auch mit einem Mann Unterzahl in diesem Spiel so drin bleiben. Das war einfach herausragend. Jetzt abschließend nochmal, es geht weiter mit dem wichtigen Heimspiel gegen FC Schalke 04. Worauf wird es jetzt in den kommenden Tagen vor allem ankommen, weil ja die vergangenen Leistungen gerade gegen St. Pauli und auch jetzt hier ja sehr ansprechend waren auch? Ja, genau dass uns das nicht passiert, was heute war, nämlich dass wir so konsequent verteidigen, wie wir es gegen St. Pauli und auch die Spiele davor gemacht haben, nicht viel zugelassen, klar gestanden und nicht die individuellen Blicke mit reingenommen haben. Und wenn wir das weglassen, dann wären wir auch heute hier mit einem anderen Ergebnis vom Platz runtergegangen. Und genau das heißt es jetzt, uns jetzt zu schütteln. Sie können sich vorstellen, ich bin selbst auch verärgert, weil wir hier wirklich was hergegeben haben. Aber dass wir auch wissen, das müssen wir abstellen und dann sind wir gut in den Spielen drin. Danke, Trainer, und guten Heimweg. Ja, danke schön, euch auch.